Rose Bamberg TV. Pressekonferenz. 25. Spieltag in der Easy Credit Basketball Bundesliga. Brose Bamberg gewinnt gegen S. Oliver Würzburg mit 70-67. Schönen guten Abend zur offiziellen Pressekonferenz. Zu meiner Rechten der Head Coach der Gäste Dirk Bauermann. Zu meiner Linken der Cheftrainer von Brose Bamberg Luca Banki. Das erste Wort, wie immer, das hat der Gästecoach. Dirk, Ihr Statement zum Spiel, bitte. Ja, Glückwunsch an Luca zum Sieg in seinem ersten Heimspiel hier. Glückwunsch an die Bamberger Mannschaft und Fans für den Sieg. Fand es ein Spiel war mit Playoff-Charakter, sehr intensiv geführt von beiden Mannschaften. Fand, dass dieses Spiel keinen Verlierer verdient hatte. Unsere drei letzten offensiven Ballbesitz waren leere Ballbesitze, zwei Korbleger, ein freier Dreier. Dann wäre alles noch einmal anders ausgegangen, kann meiner Mannschaft alles andere als einen Vorwurf machen. Großartige Leistung gezeigt, auf welchem Niveau wir im Vergleich zum letzten Jahr angekommen sind. Darauf darf man stolz sein, damit kann man sehr zufrieden sein. Nur eine Zahl, die muss ich doch noch mal, die muss ich noch einfach noch mal nennen, weil ich habe schon viel gesehen, aber langsam kann ich mich nur noch wundern. Und das ist 37-15. Und das sind nicht Rebounds, sondern das sind Freiwürfe. Also manchmal muss man sich schon sehr wundern über das, was man erlebt in unseren Hallen, in denen sich der Sport unglaublich weiterentwickelt hat, in dem sich die Infrastruktur unglaublich weiterentwickelt hat. Aber gut, nochmal. Sind sehr zufrieden, stolz mit der Leistung hier. Die Jungs haben das toll gemacht. Glückwunsch an Bamberg und wir freuen uns jetzt auf das nächste Heimspiel gegen Ulm. Danke, Dirk Bauermann. Luca. I agree. Dein Statement zum Spiel. Okay. First of all, I have to congratulate with Würzburg team and especially with the coach. The way they approached the game was perfect, almost what we expect. Great focus, great energy, very physical. And this is something that for 20 minutes we was not able to handle. And so it's a very important message for us. In a way, we believe we can achieve the playoff, and we want to compete with everybody. Tonight is an example how a well-coached team can be here and play since the tip-off with the right energy and the right intensity. I have to congratulate with the players because the way they bounce back after the halftime is a quality for a few, not everybody. So thank you for their behavior. Thank you for our supporters that they never stop to cheer the team. And you know, of course, at the end, everybody was able and probably deserved to win the game. And we was ready. The key possession to find the right play and finish the job. But tonight was a very, very tough game, and win that game, I believe, will be a great statement for everybody for the future, even for me, that I have to learn very soon how my team will react under pressure. And tonight was a perfect picture of what the pressure is and what will be since the end of this season. Thanks, Coach. Fragen Ihrerseits an einen der beiden Trainer. Daniel Lipp. What have you told the team in the halftime that they switched their energy like that? You have no chances. I mean, you don't believe that your words or your behavior can really change. Of course, I try just to keep everybody calm,
start over, reset their mind, because of course to approach that game, they know how important was that game, and probably they exaggerate with with the desire to play. You have just to stay calm and keep focused on the team and play simple, and of course try to forget everything else than the game, than the plays. Go through, bend the legs in defense, play hard, that's it. Of course, you need the players react. What I like more is how they help each other on the court, how they stay unit, and how they try, starting from the defense, the rebound, the fight on loose balls, and simple plays in offense. Of course, tonight, Rubit was the main guy for us, trying to feed him continuously, but also the other guys understand very well how to work together in such a difficult moment. So it's not up to me. It's just how they switch and how they come back on the court with the right face and the right behavior. Weitere Fragen? Wenn nicht der Fall ist, besten Dank. Schönen Abend, gute Heimfahrt. Ja, vielen Dank. Weiter geht's für Borussia Bamberg nächste Woche insgesamt dreimal. Mittwoch in Vitoria, Freitag zu Hause gegen Mailand und am Sonntag dann in Göttingen. Jetzt schönen Abend, schönes Restwochenende. Ciao, servus. Borussia Bamberg TV. Spielberichte, Livestreams, Interviews und Stories.